Das ist er. Eine Buche. Wir gehen hier immer spazieren und im Winter ist das besonders. Da ist hier nämlich immer nichts und man sieht nur diesen einzelnen Baum hier. Und dadurch ist er mir aufgefallen. Die Größe und die Verzweigung wie eine Höhle. Und das kommt noch mehr zum Ausdruck im Winter. Da steht dieser Baum sehr einsam oder alleine, obwohl viele Bäume drumherum sind. Im Sommer ist es anders als im Winter. Im Winter ist das hier eine freie Fläche. Und das hat mich, glaube ich, so beeindruckt. Wie ein indianischer Tanzplatz mit den Bäumen drumherum. Kreisrund stehen die um den herum. Vielleicht gab es ja früher hier so etwas. Er hat sich seinen Platz hier im Wald erobert. Eindeutig. Irre. Ein wahnsinniger Baum. Was mir gefällt ist, dass er sich durchgesetzt hat gegen all die anderen Bäume. Und die Form gefällt mir. Dass er nicht nur oben eine Krone hat, sondern dass auch unten so riesige Äste sind, die auch nicht abgeschnitten wurden. Und das sieht fast so aus, als hätte man den gelassen. Nicht viel dran rumgeschnippelt, sondern ihn einfach so gelassen, wie er ist. Man hat ihn nicht gestutzt, ihn so groß werden lassen, wie er wollte. Aber er lässt die anderen auch. Da drüben ist er dazwischen gewachsen und die beiden anderen haben trotzdem Platz. Und hier hat man sich so richtig arrangiert. Du eine Seite, ich eine Seite. Irre, der Ast da, der ist ja schon fast so dick wie ein eigener Baum. Diese ausladenden, riesigen Zweige, bis da hinten. Und trotzdem hält er. Dieser dicke Stamm, Wahnsinn. Vielleicht ist er auch aus mehreren zusammengewachsen. Das sieht ja schon fast so aus, als wären hier die drei Teile, drei Bäume, die ineinander gewachsen sind. Er ist auch karg. Ja, unten sind gar keine Zweige und Blätter. Das Blätterwerk fängt ja wirklich erst weit oben an und dadurch ist er auch luftig. Er erdrückt einen nicht. Das ist mein Baum. Krass, so genau habe ich mir den noch nie angeschaut. Ich sehe den ja immer nur im Vorbeigehen. Ich habe auch noch nie mit ihm gesprochen. Bei dem Baum ist es so wie in meinem Leben. Wenn die Menschen weit genug weg sind und mich nicht einschränken, kann ich die so lassen, wie sie sind. So wie der Baum. Das ist so deutlich bei diesem Baum, dass er die anderen gut lassen kann. Gut lassen kann, solange sie auf Abstand sind. Dann können sie wachsen, wie sie wollen, sozusagen. Der Baum und ich sind wie Gleichgesinnte. Nee, das ist nicht das richtige Wort. Das Wort gibt's nicht. Nee, da gibt es kein Wort für. Wir sind auch nicht seelenverwandt. Nein. Der Baum und ich sind einfach zwei Individuen.